willkommen Filmfans zu einem neuen Video und heute beschäftigen wir uns die nächste halbe bis knappe Stunde mit diesem Kaffee, der keinen Milchschaum mehr hat. Natürlich Spaß beiseite, heute gibt es natürlich endlich mal wieder eine neue Ausgabe von Lords kleine Filmkollekte. Die Zusammenfassung für die Monate April, Mai und Juni, was so nebenbei noch an Filmen auf DVD und Blu-ray hier in meiner heimischen Videotheke gelandet ist, in Standard Keepcases, Steelbooks und auch den einen oder anderen Mediabook. Und ja, ich gönne jetzt auf jeden Fall nochmal einen Schluck von diesem Kaffee hier, dessen Milchschaum sich jetzt auch schon vor ein paar Minuten aufgelöst hat. Ihr könnt euch natürlich irgendwas Kühles zum Trinken holen. Wir haben heute Sonntag und es sind knapp 40 Grad heute angesagt und das ist wirklich, muss ich sagen, echt heftig. Da stehe ich dann irgendwann im Safte meines Angesichts, würde ich mal glatt sagen. Wobei, Saft des Angesichts, Angesicht meines Saftes, ah, egal. Ja, auf jeden Fall heute was Kühles zum Trinken, was zum Essen. Und wir legen jetzt auf jeden Fall gleich mal los. Erstmal mit familienfreundlicher Unterhaltung hier, die Nummer 5 aus der DreamWorks Selection, Spirit, der wilde Mustang. Ich bin jetzt kein großer Pferdefan oder so ähnlich, aber das ist ein Film, den habe ich zumindest Ende 2003, Anfang 2004, wo er mal auf DVD rauskam, gesehen, hatte allerdings fast gar keine Erinnerung mehr dran gehabt. Wollte jetzt auf jeden Fall auffrischen und die Blu-ray selber war jetzt auch nicht so teuer gewesen und ist eigentlich ganz passgenau hier, wenn man natürlich sich noch die anderen Titel aus dieser Selection natürlich holt mit den ganzen bekannten DreamWorks-Titeln. Das ist natürlich einer der letzteren handgezeichneten Produktionen aus dem Hause DreamWorks gewesen, die ja 98 angefangen haben hier mit Ants, den ich damals im Kino gesehen habe und der, weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der Prinz von Ägypten oder so. Habe ich beide damals im Kino gesehen, habe ich wirklich damals auch wirklich ziemlich abgefeiert, weil es auch mal was anderes war, war halt nicht von Disney, es war halt ja mal neue Konkurrenz, die in den Start gegangen ist und die jetzt auch mittlerweile schon 20 Jahre dabei ist. Deswegen halt diese ja Collection hier, die jetzt auch nicht so sonderlich aufregend gestaltet ist. Hier haben wir natürlich noch in der Werbung drin die ganzen anderen Titel. Natürlich Schreck und so steht ja natürlich auch rum. Allerdings nicht vollständig, sagen wir es mal so. Also bei Schreck sind eigentlich nur Teil 1 und 2 eigentlich sehenswert. Teil 3 finde ich stinklangweilig. Teil 4 habe ich mir ehrlich gesagt, glaube ich, irgendwann mal gegeben. Aber den hatte ich dann auch nicht mehr großartig in Erinnerung. Und hier muss ich sagen, hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ein wirklich sehr starker Animationsfilm, eine wirklich schöne Story, wirklich grundsympathische Charaktere, viel Dramatik, Emotionen. Im Original natürlich mit Songs gesungen, hier von Bryan Adams, Score von Hans Zimmer. Im Deutschen natürlich lässt sich mal wieder drüber streiten, über den Sänger an sich, den guten Hartmut Engler von Pur. Kann man sich mal geben, aber wenn man natürlich ganz gleich weiß, dass man hier die Original-Tonspur dabei ist, dann gibt man sich das Ganze natürlich auch ganz klar im O-Ton. Und ansonsten, ja, von der technischen Qualität gibt es ja echt nichts zu meckern. Auch eine ganze Menge Extras, die hier dabei sind. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Man muss jetzt nicht unbedingt Pferdefan sein, um diesen Film zu mögen, weil es ist wirklich eine schöne Abenteuer-Drama-Geschichte, die wirklich gut erzählt ist und die auch wirklich kurzweilig ist und mir wirklich sehr, sehr, sehr gefallen hat, muss ich mal sagen. Vor allem, da ich keinerlei Erinnerungen mehr dran hatte. Spirit. Gut, dann jetzt ein etwas aktuellerer oder eigentlich ein aktuellerer Animationsfilm, der eine, muss ich sagen, wirklich großartige Animationsreihe eigentlich beendet. Und zwar hier der dritte Teil von Drachenzähmen leicht gemacht. Die geheime Welt, The Hidden World, ein Film, der die Geschichte von Hicks, Astrid ohne Zahn und die ganzen anderen natürlich hier gekonnt abschließt und ein schöner Brückenschlag ist. Wobei, wenn man natürlich ein bisschen mehr von der Story mitbekommen will, muss man eigentlich so auch die ganzen Serien schauen, die immer so zwischen den einzelnen Teilen stattgefunden haben. Deswegen, ja, Draco Blutfaust, der Schurke des zweiten Teils, spielt ja natürlich keine Rolle mehr. Wir haben hier einen neuen Schurken, der relativ, muss ich sagen, generisch ist, aber der eigentlich auch ganz cool ist. Dieser Drachenjäger Grimmel mit seinen wirklich coolen Drachen, die andere betäuben können, die fast so aussahen wie eine Mischung aus ja, Reptilien und Skorpionen. Wirklich sehr, sehr cool. Und hier ist natürlich auch ein Stück weit um die geheime Welt, die allerdings jetzt nicht so einen großen Raum in der Handlung einnimmt. Es geht eher darum, dass sie irgendwo anders hinziehen, weil sie Schnauze voll haben, weil ja, Berg ist voll mit Drachen. Ja, es ist regelrecht überbevölkert und die Drachen hier in dem Film werden natürlich ganz klar mehr so als Schoßhunde dargestellt. Muss man drauf stehen oder nicht? Und dann haben wir natürlich hier auch die diese Geschichte, wo Ohnezahn diesen Tagschatten trifft, ja, und so merkt, ja, dass er vielleicht auch ein Leben für sich führen will und mit allem drum und dran. Und insgesamt muss ich sagen, ein wirklich gelungener Abschluss. Ich fand ja Teil 2 natürlich ein bisschen besser, muss ich sagen, aber vor allem hier das Ende ist wirklich ein absoluter Tränendrücker, muss ich echt mal so sagen. Schön emotional.
Und an sich eigentlich ein gelungener Abschluss, auch was die Animation angeht und so weiter. Das ist natürlich, muss ich sagen, ein absoluter Hochgenuss, muss man einfach mal so sagen. Und der Film hat mich auch am Ende wirklich, was die Emotionalität angeht, auch wirklich erreicht. War recht erfolgreich gewesen am Box Office. Kann natürlich auch sein, dass irgendwann in ein paar Jahren dann irgendein Produzent von DreamWorks ganz, ganz klar ankommt und sagt, hier, lass uns doch mal einen Spin-Off-Film oder so machen. Wäre eine coole Sache, vielleicht mit neuen Charakteren. Was ich halt schön finde, ist, dass der erste Teil war, ich glaube, 2010 oder so gewesen oder 2011, ist mir jetzt ein bisschen entfallen, dass die Figuren wirklich in den Filmen hier, aber auch in der Serie immer spürbar gealtert sind und herangewachsen sind. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, dieses Coming-of-Age-Element, was in den Filmen auch wirklich drin steckt. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und insgesamt, muss ich sagen, geht hier ganz klar eine Empfehlung raus. Die Filme haben ja so ihre Fans und ich muss sagen, ich mag sie auch wirklich sehr gerne. Ich mag natürlich auch Drachen. Natürlich werden hier die Drachen sehr knuddelig dargestellt. Aber der Film, muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, sehr spannend, sehr actionreich und auch von der Visualität liegt der natürlich hier mal wieder eine Schippe drauf und hat für mich eigentlich eine der schönsten Endszenen überhaupt, die ich bis jetzt in diesem Jahr gesehen habe. Drachenzähmen leicht gemacht, die geheime Welt. Gut, dann wird es jetzt ein bisschen kontrovers mit einem Film, den ich erst vor kurzem in einer Review näher vorgestellt hatte. Deswegen muss ich jetzt eigentlich nicht mehr auf den Film eingehen. Die Veröffentlichung selber ist echt wirklich mustergültig. Ob jetzt Blu-ray oder DVD ist eigentlich vollkommen egal. Ist jedem überlassen, in welcher Form er sich den Film holt. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir nicht diese Lars von Trier Collection da hole. Die kostet bei Müller knapp 28 Euro. Kann natürlich sein, dass die irgendwann im Preis fällt unter 20 Euro. Dann vielleicht werde ich nochmal zugreifen. Dogville, Melancholia sind ja sicherlich nicht meine Faves von Trier. Aber hier Nymphomaniac 1 und 2 im Director's Cut, die habe ich bis dato nie ganz gesehen. Die kenne ich nur auszugsweise. Und Saus, der Jack Bild, war natürlich letztes Jahr einer der Aufreger gewesen. Ein Film, ja, ein Rechtfertigungsfilm, sagen wir es mal so, an all die Kritiker da draußen von Trier. Das kann man mögen, muss man allerdings nicht mögen. Ich habe natürlich schon überall gelesen, dass viele den Film eher langweilig finden. Man muss sich natürlich darauf einlassen, man darf hier keinen wirklich richtigen Serienkillerfilm erwarten. Natürlich, der Film hat schon seine Gewaltspitzen, aber er ist durchzogen von schwarzem Humor. Bitter, böse, schön staubtrocken. Das hat mir wirklich sehr, sehr imponiert, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt sagen muss, dass Antichrist sicherlich der Exploitation-lastigere Film von Trier bisher ist und der mir einen Ticken besser gefallen hat, muss ich dann auch sagen, ist das hier wirklich ein rundum gelungenes Werk von Triers, trotz der wirklich Lauflänge von über 2,5 Stunden. Ja, Bonusmaterial gibt es hier nicht allzu viel, hier gibt es eigentlich nur ein Interview mit Trier und ein paar Trailers war es gewesen. Also mehr bekommt man da auch nicht geboten. Making-of wäre natürlich cool gewesen. Wie sie zum Beispiel die Sets errichtet haben, wie sie einzelne Szenen gedreht haben oder halt auch die ganzen Effekte, wie sie gemacht haben, die ganzen Make-up-Effekte, die sie auch wirklich sehen lassen können. Also die würden auch jedem eher so klassisch reinrassigen Horror- oder Splatter-Film richtig, richtig gut stehen und der Cast selber ist natürlich über jeden Zweifel haben. Hier Bruno Ganz in einer seiner letzten Rollen, der ist natürlich Anfang des Jahres verstorben. Das Cover hier assoziiert natürlich, wenn man sich so anschaut, was komplett anderes, also wirklich einen richtig verschwurbelten Kunstfilm, sagen wir es mal so. Aber wenn man die FSK sieht, dann deutet das auf was anderes hinaus. Und hier haben wir natürlich die ganzen, also 4 von den Damen, die natürlich dem guten Jack zum Opfer fallen. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Film, aber halt eher was wirklich für die Arthouse-Fans. Der, also die Mainstream-Abteilung wird mit dem Film nicht glücklich werden. Ja, also das kann ich schon mal an der Stelle mal wieder so in den Raum werfen. Ja, The House That Jack Built. Ja, dann kommen wir zu 2 Filmen, die ich mir im Müller geholt hatte. Da gibt es ja natürlich immer mal wieder die hier Aktion hier, 2 Blu-rays für 15 Euro. Und die beiden Filme haben mir natürlich ganz klar gefehlt. Bill Clintons, ja. Nein, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Zu dem Film muss ich eigentlich nicht mehr sagen. Also wirklich ein hervorragender Film, den ich mich auch verliebt habe. Für mich einer der besten Filme des letzten Jahres. Natürlich hier eine eher standardmäßige Veröffentlichung. Es gibt natürlich auch ein Steelbook, aber wozu brauche ich ein Steelbook? Mich interessiert in erster Linie nur der Film und der Film ist natürlich hervorragend. Großartiger Cast, ist halt mehr so ein charaktergetriebener Film. Also es ist wirklich mehr so ein Charakterfilm als mehr so wirklich so ein storygetriebener Film. Deswegen ist vielleicht so ein bisschen die Auflösung unbefriedigend, was die Geschichte hier der guten Mildred Hayes angeht. Woody Harrelson, eine wirklich tolle Nebenrolle, Sam Rockwell, der hier hervorragend ist. Lucas Hedges, den man aus Ben is Back kennt. Oder auch der verlorene Sohn, den ich euch auch sehr empfehlen kann.
Machen ihre Sache wirklich gut. Und der restliche Cast, Peter Dinklage, John Hawkes und so weiter und so fort. Also wirklich ein klasse Film. Also mehr muss ich eigentlich nicht mehr dazu sagen. Die meisten werden den Film sicherlich schon in ihrer Sammlung stehen haben oder mal davon gehört haben. Aber schön, dass er jetzt endlich auch in der Sammlung ist. Ja, und dann natürlich der andere Vertreter. Das ist so das Gegenteil, während Three Billboards auch ein bisschen schwarzen Humor und so drin hatte. Es ist A Beautiful Day von Lynn Ramsey. Das komplette Gegenteil gewesen. Den Film hatte ich eigentlich schon in der Kritik näher besprochen gehabt. Das Problem ist allerdings, sie wurde mir nach kürzester Zeit, dank Konstantin, gesperrt, komplett gesperrt. Also nicht nur für die Erde, sondern auch fürs komplette Universum und diverse schwarze Löcher, die im Paralleluniversen führen. Da habe ich mir gedacht, so warum eigentlich? Weil ich habe den Film wirklich eine 9 von 10 gegeben. Es ist wirklich ein hervorragender Film, auch wenn dieser Taxi-Driver-Vergleich, den würde ich lieber mal ausblenden, weil das hat null mit Taxi-Driver zu tun. Wir haben zwar hier so diesen zerstörerischen Charakter, diesen Kriegsveteranen Joe hier, der mit dem Hammer auf irgendwelchen Pedos rumhämmert, muss man jetzt mal so sagen, und irgendwelche armen kleinen Mädchen aus gewissen Etablissements befreit. Aber er ist weit entfernt von einem Taxi-Driver, weil der Amoklauf selber hier oder das, was er tut, ist eigentlich immer gerechtfertigt. Natürlich seine Taten, was er tut, die Mittel, die er wählt, das ist natürlich eine andere Sache, sagen wir es mal so. Und das sieht natürlich auch andere Figuren in Mitleidenschaft, vor allem seine Mutter. Ja, aber es ist wirklich ein hervorragender Film hier. Joaquin Phoenix brilliert, ja. Also, und da bin ich natürlich sehr gespannt auf seine Performance in Joker, der jetzt auch, obwohl er noch gar nicht angelaufen ist, schon als sehr, sehr heißer Oscar-Kandidat für das nächste Jahr gehandelt wird. Aber Joaquin Phoenix ist hier wirklich eine sichere Bank und er verkörpert Joe wirklich hervorragend. Das ist ein absolut selbstzerstörerischer, abgefuckter Charakter, der hier wirklich eigentlich gute Dinge tut, aber ja, sich selber damit eigentlich auch ein Stück weit schadet. Und hier die Blu-ray-Veröffentlichung ist eigentlich auch wirklich gut. Aber ja, die Kritik selber ist ein bisschen ärgerlich. Das Video, was ich dazu gemacht habe, dass das gesperrt worden ist. Also Konstantin Film ist eh jetzt kein Label oder Verleih, der mir bei mir hoch im Kurs steht. Vor allem durch die ganzen Wrong-Turn-Teile und so weiter. Weil es ist jetzt auch kein Horror fanfreundliches Label, ja, muss man jetzt mal so sagen, aber Beautiful Day musste einfach her und dann war mir es ehrlich gesagt egal, dass es halt eher von diesem Verein kommt, der trotz guter, positiver Mundpropaganda irgendwelche Reviews aus irgendwelchen Gründen sperrt. Ja, A Beautiful Day. Gut, nach diesen beiden Filmen, die mir insgesamt 7,50 Euro gekostet haben, kommen wir natürlich zu einem Film, zu dem muss ich jetzt auch nicht mehr sagen, da gab es auf jeden Fall auch eine Kritik bisher am Anfang des Jahres und die wurde bis jetzt noch nicht gesperrt. Und zwar Upgrade, auf den ich wirklich lange, lange gewartet habe. Der gab es zumindest in den letzten Monaten dann als schwedischen Import, sogar mit deutscher Tonspur. Und jetzt ist er im April natürlich dann ganz klar auch hier in Deutschland normal regulär rausgekommen. Natürlich ja eher so eine Vanilla-Blu-ray-Veröffentlichung, keine besonderen Extras. Die technische Qualität ist natürlich vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Der Film ist eine ziemliche Low-Budget-Produktion hier von Saw-Mitschöpfer Lee Vanell und ich würde sogar sagen, Vanell ist bisher bester Film, den er als Regisseur an sich betreut hat, mit einem wirklich wahnsinnig gut ausspielenden Cast, wobei man hier eigentlich nur Logan Marshall Green kennt, der das wirklich hervorragend macht, der auch ein Stück weit das Stunt-Double von Tom Hardy ist, ja. Und ja, wer den Film noch nicht gesehen hat, geht auf jeden Fall hier eine klare Empfehlung raus. Wer natürlich ein bisschen mehr wissen möchte, kann sich natürlich meine Kritik anschauen. Auf jeden Fall, der Film hat mich absolut geflasht, muss ich sagen. Upgrade ist wirklich eine schöne kleine Sci-Fi-Body-Horror-Thriller-Perle, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Und die Blu-ray war jetzt hier mit knapp 13 Euro auch nicht allzu teuer gewesen. Gut, dann kommen wir zu einem Film, den ich eigentlich nicht in der Sammlung haben wollte, aber es gibt halt Gönner, sagen wir es mal so, die sich meinen, so an bestimmten Tagen, jo, den könnte man ja mal was schenken, ja. Dann sind aber meistens Filme, brauche ein Stück Kaffee, die allerdings jetzt nicht so hoch bei mir im Ansehen sind. Und zwar Pacific Rim Uprising. Ja, ist genau das Gegenteil gewesen von dem wirklich hervorragenden Pacific Rim, ohne das Abreißen von irgendwelchen Sachen aus dem Jahr 2013. Das hier war wirklich mehr so die Kiddie-Variante. Ja, mehr Transformers, weniger Kaijus, muss ich sagen. An sich ist das ja eigentlich eine brauchbare Veröffentlichung, auch wenn schon wie bei Jurassic World das gefallene Königreich auch hier auf dem Schuber der FSK-Flatschen fest drauf war. Da war ja so ein nettes Fotobuch dabei. Hier haben wir mehr oder weniger so einen schönen Comic, der auf jeden Fall gelungen ist, muss man mal so sagen. Ansonsten hier, ja, gewohnte Aufmachen, jetzt nichts Besonderes. Die Steelbooks hatten mir eigentlich auch nicht von dem Film gefallen gehabt und es war eigentlich auch kein Film,
wo ich für mich gesagt hatte, den muss ich jetzt unbedingt dringend in der Sammlung haben, neben dem ersten Teil stehen haben, weil für mich existiert nur der erste Teil und das hier ist irgendwie, das war ein Experiment gewesen oder ein Versuch, ein Sequel zu werden und das ist leider, muss ich sagen, ziemlich nach hinten losgegangen. Ist eine mittelmäßige Sache, also hat sich in meiner Wahrnehmung auch nicht großartig geändert. Dann haben wir natürlich den Comic, der eine gute Bildpapierqualität vorliegt. Ich würde schon sagen, Bildqualität hier mit diesem wirklich coolen Kaiju-Bild am Ende. Und hier geht es natürlich ganz klar um den Sohn Jake Pandacost. Können wir mal durchblättern. Ja, das ist auf jeden Fall eine nette Dreingabe. Anstatt dass man halt mal so extra noch exklusivere Steelbooks rausbringt, bringt man einfach so eher so sinnbefreite Schuber-Veröffentlichungen raus mit fest draufgedruckten FSK-Flatschen und halt mit einem Comic oder sonst was für ein Buch. Aber ist schon eine nette Reingabe und ich meine mal, ja, war okay, ich habe es halt geschenkt bekommen. Ja, einen geschenkten Gaul schafft man nicht ins Maul, aber der Film ist, ja, das ist eher so, wenn man echt nichts anderes zu tun hat. oder wirklich immer versucht, einen Pacific Rim Abend zu machen mit beiden Teilen, aber da merkt man dann deutlich, wie sehr hier in diesem Film die Qualität nachlässt, in allen Belangen. Ja. Die Story im ersten Teil war auch nicht großartig gewesen, aber die Figuren dort haben wesentlich besser funktioniert, die Action war einfach wesentlich konzentrierter, mitreißender, hier war alles so, ja, ja, komme ich heute, komme ich morgen, ja, Kaijus hatten wir auch nicht viele gehabt, aber ja, was will man mehr? Das ist eher, das ist halt der Film, der Pacific Rim Filmteil, wo man sich sagt, ja, den hätte man eigentlich nicht gebraucht, aber immerhin hier in dieser netten VÖ, die ist jetzt auch nicht allzu teuer, glaube ich, mit 42-seitigen Comic, ist das schon eine nette Veröffentlichung, aber der Film selber, ja, hat ehrlich gesagt, wenn man sich so überlegt, die Welt eigentlich nicht gebraucht, ja. Ja, man hätte natürlich viel mehr draus machen können, wenn Del Toro selber die Regie übernommen hätte. Aber Del Toro ist halt jemand, der nicht unbedingt ein großartiger Fan von Sequels ist. Also bei Hellboy 2 war es natürlich eine Ausnahme gewesen, weil das war damals in 2000ern sein Baby gewesen und Pacific Rim eigentlich auch. Aber naja, ist jetzt nicht großartig viel draus geworden. Ja, dann gehen wir natürlich jetzt weiter so in die Blockbuster-Abteilung mit dem guten Bumblebee hier von Travis Knight, dem Regisseur von Kubo, der tapfere Samurai, der für mich wirklich einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre ist. Und Bumblebee, muss ich sagen, ist für mich ein rundum gelungener Spin-off-Film. Natürlich gibt es Sachen, über die man sich streiten kann. Warum muss jetzt die Hauptfigur weiblich sein? Warum muss das Ganze jetzt in den 80ern spielen? Dieser Retro-Schick, der jetzt mittlerweile hier ja Mode geworden ist und so weiter und so fort. Der Film rief relativ solide an den Kinokassen, jetzt nicht so überragend wie die bisherigen Filme von Michael Bay, aber er zeigt, dass man Transformers-Filme auch wirklich ordentlich umsetzen kann, was die Action angeht. Weniger Action ist es manchmal, weniger würde ich jetzt mal glatt sagen. Die Story ist relativ standardmäßig hier. Man hat natürlich versucht, hier so vom Stil her die Original-Transformers-Action-Figuren aus den 80ern abzubilden, was auch teilweise gelungen ist. Ich muss sagen, ich störe mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran, wenn das Design nicht hundertprozentig ist, weil ich auch kein großer Hardcore-Fan von den Transformers bin. Ja, also ich meine mal, ich habe das, wo ich klein war, hatte ich nie großartig Berührung mit den Transformers gehabt. Ich hatte mal ein paar Figuren gehabt, aber ich habe mir die Serie nie angeschaut. Ja, und deswegen war mir das ehrlich gesagt egal. Und ich muss sagen, Hailee Steinfeld macht ihre Sache gut. Der Name hier, York Lendeborg Jr., der sozusagen den trotteligen Love Interest spielt. Den kennt man vor allem auch aus Filmen wie Love, Simon oder auch aktuell Alita Battle Angel. Dann John Cena, der macht seine Sache eigentlich auch ganz gut. Und ja, Bonusmaterial ist hier ein bisschen mit drauf. Und von der Technik her selber, von den CGI-Effekten hat es mir gefallen. Auch wenn die ein bisschen comichafter wirkten, hat mir das dennoch wirklich gut gefallen. Und ich hatte wirklich viel Spaß mit dem Film. Und bin eigentlich guter Dinge, was einen weiteren Teil angeht, ja, weil ohne Michael Bay scheint es wesentlich besser zu funktionieren und man verliert auch nie den Überblick, was die Action angeht. Und da ich ja auch die anderen Teile halt von Transformers auch im Steelbook habe, musste natürlich ganz klar das Steelbook her. Und das finde ich natürlich rundum gelungen, bis auf hier diesen Klebepopel, der dann doch nicht ab wollte. Sieht es wirklich sehr cool aus mit dieser schönen Prägung hier. In diesem sehr reduzierten Stil, auch die Augen hier sind so inwendig geprägt und leuchten so schön. Das Blau sieht wirklich sehr cool aus auf der Rückseite, ja. Hier so ein bisschen mit Glanzlack ein bisschen gemacht, sieht auf jeden Fall schick aus, muss ich sagen. Ist relativ schlicht, aber ich muss sagen, auch die Steelbooks
von dem vierten und von dem fünften Teil mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die waren vom Design her wirklich sehr schön, sehr unterschiedlich. Und innen drin haben wir natürlich hier noch das Innenartwork, was jetzt nicht so spektakulär ist, aber doch auch recht gut rüberkommt. Ja, und die relativ schlichte, belanglos gestaltete Disc. Aber ich muss sagen, ja, also das Steelbook gefällt mir gut. Und das macht sich auch wirklich gut neben den anderen Teilen. Und das ist auf jeden Fall für mich einer dieser Transformers-Teile, die man sich öfters mal anschauen kann. Weil ich muss sagen, ich fand die Story wirklich sehr, sehr liebenswert. Auch Bumblebee selber, wie er hier rüberkommt, fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Natürlich ist es kein reiner Kinderfilm, weil hier sterben auch Menschen, wenn die weggelasert werden, ist dann nur noch Wasser da, was auch relativ cheeky rüberkommt, muss ich sagen. Aber an sich wirklich ein sehr, sehr gelungener Film. Also mir hat Bumblebee sehr, sehr zugesagt, muss man einfach mal so sagen. Und für mich neben dem ersten und dem dritten Teil bis dato das Beste, was überhaupt so filmig von den Transformers gekommen ist. Natürlich lässt sich ganz klar darüber streiten, ob der Film jetzt wirklich gut ist oder nicht, aber ich muss sagen, mich hat er wirklich positiv überrascht von Anfang bis Ende. Jo, dann geht's natürlich weiter. Jetzt kommen wir in die gewohnten, würde ich schon sagen, Comic-Gefilde mit DC, aber auch mit Marvel. Und ich habe die beiden Filme hier, Aquaman und Spider-Man in New Universe, total dämlicher, neuer, englischer Titel, eigentlich Into the Spider-Verse, finde ich wesentlich cooler. Aber dann ist ja Spider zweimal im Filmtitel drin und, boah, und die Leute kommen dann total durcheinander und das Übliche halt. Und ich kann diese beiden Filme an einer Sache unterscheiden. Der eine Film hat es bisher zweimal geschafft, mich irgendwann in den Schlaf, so ein bisschen zu, mich schlafen zu schicken, ja, um das mal so ein bisschen zu artikulieren. Und der andere hat mich von Anfang bis Ende echt auf Trab gehalten. Und jetzt könnt ihr eigentlich mal überlegen, so die nächsten 5 Sekunden, welcher Film es eventuell ist. So, jetzt habt ihr bestimmt lang genug überlegt und ganz klar, der Film, der mich auf Trab hält, ist hier definitiv Spider-Man, der auch mit dem Oscar für den besten Animationsfilm in diesem Jahr ausgezeichnet wurde. Und Aquaman, ja, ist so ein Film, der jetzt handlungstechnisch nicht wirklich viel bietet, der seine Origin-Story so nach mindestens einer halben Stunde vernachlässigt irgendwo an der Straßenseite ablegt, um sich dann natürlich seinem visuell überbordenden Style quasi hinzugeben. Der natürlich nicht hundertprozentig wirklich gut rüberkommt, was die CGI-Effekte angeht. Ja, die käsigen Computereffekte, Mann, ey. Also heute habe ich echt eine Sprachstörung hoch 10. Und dennoch wirklich unterhaltsam ist. Das liegt vor allem an Jason Momoa, der hier seine Sache gut macht. Aber inhaltlich soll man jetzt nicht hier viel erwarten. Was natürlich immer wieder positiv hervorgehoben wurde, war natürlich immer ganz klar die Unterwasserwelt. Die sieht auch wirklich cool aus mit den ganzen Kreaturen. Aber so jeder dritte Effekt in dem Film ist ganz klar als CGI-Effekt zu erkennen. Aber es gibt einige Elemente, die sie wirklich gut übernommen haben, wie was zum Beispiel den Nebenbösewicht Black Manta angeht. Den haben sie wirklich genial umgesetzt, wirklich ziemlich vorlagengetreu. Und Black Manta war ja auch so die Inspiration für einen der Gegner in SpongeBob Schwammkopf von Meerjungmann und Blaubarschbube. Ja, das war immer so die Anspielung an Aquaman gewesen. Da habe ich mich natürlich jedes Mal weggeschmissen, wann die dann quasi in der Serie vorgekommen sind. Und auch Black Manta hat da immer seinen Auftritt gehabt und wurde, ja, mehr so als Mimimi und eher so Trottel und eigentlich eher so ein sympathischer Schurke dargestellt. Und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, diese Action-Szene in Sizilien. Ansonsten wirklich ziemlicher Hochglanz-Style. Patrick Wilson hier als Orm, der Ocean Master. Hier wurde versucht, mal wieder so einen Schurken anzulegen, der ein bisschen Ambivalenz hat. Dann haben wir endlich Willem Dafoe als Nudis Vulko, der eigentlich in Justice League schon vorkommen sollte, aber seine Szenen wurden halt irgendwo hingelegt im Schneideraum und hatten dann keine Bewandtnis mehr, weil Joss Whedon dann keine Verwendung mehr für diesen Charakter hatte. Amber Heard, ja, sieht schön aus, Nicole Kidman sieht schön aus, macht alles Fun, muss man sagen. Dolph Lundgren haben wir natürlich hier noch, der ja nicht viel machen muss, sagen wir es mal so. Und die Haare sind natürlich schön animiert im Wasser, also der Film hat schon einen sehr, sehr künstlichen Look, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das Finale ist wirklich cool. Und die Trench, diese H.P. Lovecraft-mäßigen Wassermonster, bekommen jetzt natürlich auch bei den eigenen Spin-Off-Filmen, einen Horrorfilm, ja, natürlich für weniger Budget produziert. Und ich muss auch sagen, trotz FSK 12, ja, geht es hier schon ordentlich zur Sache, auch wenn das meiste wirklich CGI-Kills sind.
hat mir das wirklich sehr gut gefallen und natürlich hier das Steelbook ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Ja, viele haben es natürlich megamäßig abgefeiert, also die Verpackung selber. Ja, wobei, wenn man, das sieht man jetzt nicht so stark, aber wenn man sich so mal echt den Innendruck und auch die Rückseite des Steelbooks ansieht, ist das schon relativ, ja, unscharf, muss man sagen. Da hätte Druck ein bisschen besser sein können. Aber insgesamt, ja, eine gelungene Veröffentlichung. Ich finde den Film sehr sympathisch, aber es ist jetzt auch nicht das Überwerk oder so. Ja, es ist kein Film, der jetzt das dieses Genre revolutioniert. Der macht eigentlich genau das, alles, was auch viele DC-Filme zuvor gemacht haben oder auch Marvel-Filme, ja, ist einfach locker, leichte Unterhaltung, die halt gewisse Klischees halt nicht vermeiden kann, sagen wir es mal so. Aber am Ende hätten ja auch alle reden können und dann hätte es kein großes, bombastisches Finale geben können. Aber ansonsten gefällige Kost mit dem Aqua Destillatermann. Ja, und dann kommen wir natürlich ganz klar hier zu Spider-Man in New Universe. Der Film ist absolut Bombe. Was hier nicht Bombe ist, ist dieses absolut vergritzte Steelbook. Ich hoffe, da kommt noch was nach von Film Arena oder so ähnlich, weil ich finde den Film wirklich hervorragend. Also mir hat da wirklich sau viel Spaß gemacht, hat mich von Anfang bis Ende echt mitgerissen. Diese Animationsstil hat mir auch wirklich sehr, sehr zugesagt. Mit diesen Rasteranimationen, mit diesem Verschwommenen und so weiter. War relativ nah so an den ganzen Comics. Also hier hat man wirklich sich einiges einfallen lassen, was den Stil angeht. Und auch die ganzen Figuren sind wirklich sehr cool. Auch wenn Menschen sich aufgeregt haben, warum brauchen wir hier einen Film Noir Spider-Man oder halt Spider-Pork. Aber ich fand die Figuren allesamt cool, ja. Und die hatten alle auch so ihre Backstory, auch wenn es am Ende ein bisschen abgespult wurde oder runtergespult wurde. Ja, und da habe ich mir ganz klar gesagt, da habe ich natürlich das Steelbook haben, auch wenn die normale Emerald Case das wesentlich bessere Motiv gibt. Es gab natürlich, glaube ich, noch ein 4K oder so Steelbook, wo natürlich wieder so ein Magnet drauf war, wie damals schon bei Spider-Man Homecoming. Ja, nette Idee, allerdings auch relativ belanglos, würde ich mal sagen. Da hätte man auch was anderes machen können und das Steelbook selber, ja, ist jetzt ehrlich gesagt, ist langweilig. Sieht eigentlich ganz nett aus, aber es ist ein Motiv, was öder hätte nicht sein können, muss man sagen. Während der Film wirklich liefert und auch das Innenartwork selber ist eher so nicht gekonnt und was auch immer. Also keinen Bock gehabt auf irgendwas Gescheites, ja. Ja, also man muss den Film gesehen haben, um zu wissen, was das hier ist, ja. Ein bisschen schade, aber der Film selber ist wirklich der Hammer, ja. Also wirklich, was die Figuren angeht, die Figurenzeichnung ist hervorragend hier von Miles Morales. Ja, hier könnte man sich natürlich wieder aufregen über die politische Korrektheit, warum der Spider-Man hier schwarz ist, aber es gibt ja noch die ganzen anderen Spider-Mans, die vorkommen. Und auch von der Action her, also wirklich, der Film liefert ab, hat einen guten Humor, ist wunderschön dramaturgisch. Also mit dem Film habe ich wirklich eine gute Zeit verbracht. Habe den jetzt auch, glaube ich, schon 2-3 Mal gesehen. Also wer den noch nicht gesehen hat, hier geht eine ganz klare Empfehlung raus. Für mich seit Jahren, ja. Eigentlich der beste Film überhaupt über Spider-Man. Das war schon damals beim Lego-Batman-Film so gewesen und hier war es auch so gewesen. Und deswegen auch verdientermaßen hat er den Film natürlich auch ganz klar für den Oscar bekommen, für den besten animierten Spielfilm. Ja, so viel zum Spider-Man. Jetzt kommen wir zu einem Film... Da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich während dem Schauen eingeschlafen bin. Aber ja, das war so einer mal wieder von diesen Blindkäufen gewesen hier, weil das Steelbook wirklich sehr, sehr schön war, war jetzt auch nicht so teuer gewesen. Ich glaube so 18 Euro hat sie gekostet. Und Vincent Cassell ist eigentlich immer eine sichere Bank, ja, muss man sagen. Auch wenn er so in den letzten Jahren immer weniger Filme hatte, wo er so die Hauptrolle innehatte. Hier in dieser französisch-deutschen Co-Produktion von Jean-François Richer, auf dessen Konto auch der Mel Gibson-Film Blattfaser unter anderem geht, muss ich sagen, liefert eigentlich solide ab. Nur ich muss sagen, irgendwann hat mich der Film, was die Handlung geht, dann doch relativ schnell verloren und auch kalt gelassen. Ich werde ihm auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Splendid gewohnt, natürlich hier auch wieder nur ein Schwarz-Weiß-Eindruck. Ein bisschen schade, der so gegenüber dem Äußeren leider ein bisschen abfällt. Was die technische Qualität angeht, der Blu-ray, da muss man absolut nicht meckern. Schön hochglanz hier eigentlich. Das Steelbook sieht, muss ich sagen, sieht eigentlich geil aus, ja. Nur der Film selber irgendwie, es gab ja in den 2000ern eine V-Doc-Verfilmung, die war schon ein bisschen abstrakter hier mit Gérard Depardieu, die ich wirklich rauf und runter geschaut habe, aber das ist hier genau das Gegenteil. Ja, August Diehl haben noch an Bord, Olga Korolenko, Dennis Lavant, ja, kann man sich mal geben, allerdings sollte man keine großen Erwartungen haben. Also ich muss ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen, weil ich eigentlich so gut wie die komplette zweite Hälfte des Films verpennt habe. Ja, und ja, die VÖ selber kann sich sehen lassen. Ja, aber wie schon früher und wie heute sollte man sich
nicht von Verpackungen blenden lassen. Man sollte vorher sich lieber mal einen Film ausleihen oder so. Hier war es halt wirklich der Blindflug gewesen, aber mal gucken. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal anschauen und dann gucken, ob er eventuell in der Sammlung bleibt oder auch wieder rausfliegt. Widog, Herrscher der Unterwelt. Gut, dann kommen wir allerdings jetzt zu einem kleinen Geheimtipp, zu einem etwas älteren Schinken, und zwar Burnt Offerings. Landhaus der Toten Seelen von 1976 von Dan Curtis inszeniert, dem Schöpfer der Serie Dark Shadows, die von 1966 bis 1971 lief und 2012 ja gar einen Kinofilm von Tim Burton spendiert bekam, mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Ansonsten hat Curtis noch so einige andere Horrorfilme, Dramen und so weiter produziert. Also war wirklich ein sehr, sehr fleißiger Mann. Dark Shadows ist allerdings das ja Stammwerk, mit dem man ihn eigentlich immer so in Verbindung bringt. Und dieser Film hier selber stand eigentlich schon seit Äonen auf meiner Watchliste. Aber ich habe es nie übers Herz gemacht, mir den Film in irgendeiner Verpackung zu kaufen. Es gab anfänglich Hardboxen, dann gab es irgendwann Mediabooks. Dann hat natürlich NSM, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, was gewesen, den Film dann schon auf Amaray erstmal Future Pack veröffentlicht, jetzt Amaray Case, das ist dann auch. Aber ich habe natürlich ganz gesagt, nachdem mir die Future Packs hier von Wishmaster und Life Force wirklich sehr gut gefallen hat, habe ich mir gesagt, natürlich ganz klar, dann hole ich mir halt den Film auch im Future Pack. Und es war auch auf jeden Fall ein absoluter Blindflug gewesen. Ich habe eigentlich so, was das anvisierte Horrorgenre angeht, so mir vorgestellt, dass es halt eher so ein Haunted House Geisterfilm ist. Ich wurde allerdings eines Besseren belehrt, denn dieser Film geht am Ende in eine komplett andere Richtung, ist ein wirklich sehr, sehr gut durchdachter Film, vielleicht mit 116 Minuten, vielleicht so 10 bis 15 Minuten etwas zu lang geraten, aber der Film baut eine wirklich sehr, sehr tolle Atmosphäre auf, hat hier mit Oliver Reed und Karen Black, Betty Davis und Burgess Meredith wirklich einen tollen Cast am Start, die allerdings jetzt alle auch schon mittlerweile verstorben sind. Karen Black ist ja vor ein paar Jahren verstorben, die kennt man ja zum Beispiel aus Rob Zombies, Das Haus der 1000 Leichen, oder Oliver Reed kennt man aus diversen A-, aber auch C-Filmen, muss man sagen. Gladiator war sein letzter Film gewesen, da ist er tot vom Barhocker runtergefallen, musste dann im Rest des Films als CGI quasi dann nochmal auftreten. Ja, und hier geht es halt im Grunde genommen um die Familie Rolf, die halt nach einem Sommerhaus sucht, um den Sommer dort zu verbringen, und die müssen Haustitter spielen und dann halt an so ein verschrobene Geschwister geraten, die ja ihnen halt ihr Haus anbieten. Sie müssen sich natürlich nicht nur um das Haus kümmern, ja, sondern auch um die Mutter der beiden, die halt auf dem, sagen wir es mal so, obersten Geschoss unterm Dach haust, die man nie zu Gesicht bekommt, und die Frau fängt natürlich dann an, die Frau, die ältere Dame zu pflegen, und dann gibt es natürlich einige mysteriöse Vorfälle, wie zum Beispiel diesen wirklich sehr, sehr gruseligen Chauffeur hier, der immer in den Träumen des Ehemanns auftaucht, und dem Sohn selber wird auch das eine oder andere Mal sehr, sehr übel mitgespielt. Also wirklich ein sehr, sehr interessanter, vielschichtiger Film, der sich wirklich sehr, sehr viel Zeit nimmt und der wirklich überhaupt nicht auf Jumpscares angelegt ist. Die braucht er auch nicht, muss ich sagen. Und am Ende sich als wirklich sehr meisterlich psychologischer Horrorfilm entpuppt. Ja, also schon fast Mindfuck-mäßig daherkommt. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also der Schock saß am Ende wirklich sehr, sehr tief, muss man mal so sagen, also wirklich sehr, sehr schön abstrakt teilweise gestaltet, hat mir wirklich richtig gut gefallen, und deswegen habe ich hier auch diesen Blindflug nicht bereut. Ja, ich hätte mir den Film natürlich auch günstiger kaufen können im Emery Case auf DVD, und auch die Qualität der Blu-ray finde ich ja sehr, sehr gelungen. Ja, das Landy hier, wenn man so sieht, hat sicherlich jetzt nicht die größte Bewegung drin oder Tiefeneffekt, aber es sieht wirklich sehr, sehr schick aus, und es ist auf jeden Fall ein Film, den ich auf jeden Fall Freunden von eher so Retro-Horrorfilmen auf jeden Fall ans Herz legen kann, weil dieser Film halt in eine ganz andere Richtung geht, was man heutzutage eigentlich so großartig im Kino nicht mehr geboten bekommt. Da erzählen natürlich vor allem mehr Jumpscares von der Stange als viel mehr Atmosphäre, und dieser Film lebt halt mehr von der Atmosphäre, von einer sehr sogar unwohligen Atmosphäre, die sich teilweise aufbaut, und von einer Auflösung, die ich nicht so erwartet habe, und abgerundet von einem wirklich guten Cast, guter Kameraarbeit und ja, wirklich einem sehr, sehr schleichenden Grauen, was sich im Hintergrund aufbaut. Und ja, Landhaus der Toten Seelen kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Wer auf der Suche ist nach sehr klassischen Horrorfilmen aus den 70ern, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung allemal wert. Gut. So, ja, dann haben wir es jetzt nochmal mit einem Blockbuster zu tun. Ja, nach etwas älterer Kost geht es jetzt natürlich ganz klar mal wieder ins Harry Potter Universum, allerdings nur auf DVD, ohne den
groß angekündigten Reste-Rampe Cut, der eigentlich nur aus Deleted Scenes besteht. Was für eine Abzocke, muss man mal so sagen. Deswegen, wie schon beim Vorgänger, habe ich hier natürlich zum Müller-exklusiven DVD-Steelbook gegriffen. Hier von Spastisches Finanzwesen, Rinderwahns Erbrechen, muss man mal so sagen. Ein Film, der mir sehr gut gefällt, allerdings sich vom Stil her, von der Story schon sehr, sehr stark von dem vorherigen Film unterscheidet. Ja, und ja, jetzt mit knapp 18 Euro sicherlich auch nicht ganz so günstig gewesen, aber ich muss sagen, ich finde es cool, dass es auch noch von Filmen DVD-Steelbooks gibt, ja. Und hier ist es halt so, hier muss natürlich die Kuh gemolken werden bis zum Erbrechen, deswegen gibt es hier eigentlich ein wirklich ansprechend schön gestaltetes Steelbook, wobei die Rückseite ist schon relativ langweilig. Ja, die Disc sieht natürlich so aus. Natürlich ist die Blu-ray, was die Technik angeht, natürlich der DVD weit überlegen, aber die DVD ist nach wie vor immer noch das Medium, was sich am meisten verkauft, mehr als Blu-rays, noch mehr als 4Ks, ja, muss man einfach mal sagen. Da gibt es natürlich einige, die immer am Schmunzeln sind, aber ich kenne genug Leute, die kaufen sich Filme nur auf DVD, nie auf Blu-ray. Und da haben wir natürlich hier noch den Innendruck mit allen Charakteren drin. Nicolas Flamel, der übrigens hier von Alejandro Jodorowskis Sohn Brontes verkörpert wird. Auch eine wirklich sehr, sehr coole Performance, muss man sagen. Und für mich reicht erstmal dieses DVD-Steelbook komplett aus, muss ich sagen. Für natürlich Sammler, die alles von Harry Potter sammeln, die können natürlich zugreifen, weil die Dinger sind eigentlich immer noch vorrätig. Und ja, ich hatte mich natürlich auch ein Stück weit auf den Extended Cut gefreut gehabt, aber als es dann natürlich rauskam, dass es einfach nur entfallene Szenen sind, die man reingekattet hatte, habe ich mir gedacht, so, nee, das ist einfach nur Abzocke und dann vor allem nur im englischen Ton und ohne, ja, kein deutscher Ton, absoluter Schwachsinn, muss ich sagen. Das hat Warner früher besser hinbekommen, aber mittlerweile, die Leute fressen ja teilweise, habe ich so das Gefühl, alles und dann ist es denen auch egal, ob das jetzt O-Ton unterherkommt oder nur Untertitel hat und am Ende regen sich dann doch alle wieder auf und naja, lässt sich drüber streiten. Ich muss eigentlich sagen, dass ich hier Rinderwahns Erbrechen wirklich sehr, sehr mochte. Fraglich ist allerdings, ob Johnny Depp im nächsten Teil mit an Bord ist, weil ja wieder dieses Thema häusliche Gewalt wieder mal im Raum steht und man ihn eigentlich umbesetzen möchte, beziehungsweise man wird die Story dann vielleicht so umschreiben, wenn er wirklich nicht mehr dabei sein sollte, dass Grindelwald eigentlich mehr so ein Formwandler ist. Man macht dann aus ihm einen Shapeshifter, irgendwas. Ja, natürlich die faulste Ausrede aller Zeiten, nur weil Johnny mal vielleicht mal die Hand zu weit erhoben hat, aber die gute Amber hat scheinbar auch hin und wieder mal eine rüberflattern lassen, würde ich mal sagen. Also keine Flatulenzen, sondern Faust, aber ist mir egal, ja. Also es gibt so viele Beziehungen, Ehen und so weiter. Da fliegen schon mal die Fäuste, ja, da gibt es schon mal Streit, ja. Ja, ob jetzt verbal oder halt mehr die Fäuste fliegen, ist jedem selber überlassen. Aber es ist halt dieser Gossip, dieser Tratsch und daher heute alles so politisch korrekt wie möglich sein muss, ja. Wird natürlich auch darauf geachtet, dass die Schauspieler auch wirklich artig sind und nichts Böses mehr machen und so weiter. Und Johnny Depp ist halt jemand, der auch mal früher eine sehr, sehr starke rebellische Phase hatte, ja. Und den ich eigentlich gerne sehe, muss ich sagen, ja. Abseits von Jack Sparrow, die Rolle, die ihm auch ein Stück weit seine Filmkarriere versaut hat, ja. Und er liefert hier eigentlich eine gute Performance ab, genauso wie der restliche Cast. Mal schauen, denn der dritte Teil wurde sowieso verschoben auf das Jahr 2022 sogar, wenn ich mich nicht entsinne. Oder 21, aber egal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da noch so weiterentwickelt. Und ansonsten, ja, reicht die DVD-Steelbook-Edition hier erstmal vollkommen aus von Rinderwahns Erbrechen. Das hier ist übrigens nur ein Alternativtitel. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar DVDs vor uns, bevor wir natürlich zu den Mediabooks übergehen. Ja, und hier haben wir natürlich einen Film, nachdem ich ewig gesucht habe. Wenn ich früher klug genug gewesen wäre, hätte ich mir natürlich die erste Auflage kaufen sollen, weil ich muss sagen, der Film hat mir damals wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch das Glockengeläut im Hintergrund stimmt mir vollkommen zu, aber ich habe mir jetzt, ist auch schon jetzt über einen Monat her, natürlich dann bei uns im Saturn entdeckt, ja, Neuauflage für knapp 8 Euro, natürlich ohne Wendecover, aber es ist Outpost, zum Kämpfen geboren. Den zweiten Teil mag ich absolut nicht. Dann habe ich natürlich noch das Prequel aus der Black Edition Reihe, Operation Spetsnaz, der mir auch wirklich gut gefallen hat. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, ja, nimmst du den jetzt endlich mit, kannst du den dann neben den nullten Teil dann stellen. Outpost, wirklich ein sehr, sehr gelungener Film, in dem es eine Gruppe von Söldnern halt in Osteuropa mit Nazi-Zombies zu tun bekommt. Mehr Handlung gibt es eigentlich nicht, aber hier mit Ray Stevenson, Richard Brake, wirklich sehr, sehr gut besetzt, ja. Und
endlich in der Sammlung für wenig Geld, muss ich sagen, nachdem ich ja jahrelang echt mir in den Arsch gebissen habe, warum ich den Film jetzt mir nicht geholt habe. Aber jetzt ist er natürlich endlich in der Sammlung. Outpost zum Kämpfen geboren mit einem wunderbaren Photoshop-Cover. Ja, wenn man sich es näher anschaut, ist es wirklich eines der schiersten, weirdesten Cover ever, die es überhaupt gibt. Aber der Film selber ist wirklich gelungene B-Kost, die man sich echt geben kann. Ja. Jo, dann wird es ein bisschen retromäßiger, aber jetzt geht es auch wieder um Söldner, die eine ganze Menge Geld geklaut haben. Ein Klassiker, den ich jetzt mir schon zum dritten Mal zugelegt habe. Und zwar Scarecrows, aka Paratrooper. Ja, dieses Cover hier ist sicherlich nicht mein favorisiertes Cover. Das, ja, kommt eher so rüber, als hätten wir es hier mit so einem C-Action-Film zu tun. Wirklich mit Söldnern, mit einem Flugzeug, mit Kohle, mit Frauen an Bord, Knochen. Ja, hinten ein bisschen Wald und ja, da haben wir doch hier, nee, ich habe gerade gedacht, es wäre eine Vogelscheuche, das ist ein Grabstein. Grabsteine? Okay, gut, eigentlich müssten das Vogelscheuche sein, aber vollkommen egal. Und den Film selber gab es natürlich auch von NSM, wo er noch, glaube ich, indiziert war, auch in Mediabooks, aber ich muss sagen, nach der Sache mit Maniac 3, Badge of Silence, habe ich erstmal den NSM Mediabooks abgeschworen, weil mir reichen hier die Emery Cases vollkommen aus, ja, hier für knapp 12 Euro. Natürlich ist das schon ein gesalzener Preis, ja. Ich habe natürlich den Film damals in der Erstauflage von Dragon gehabt, da gab es das Ganze im Digipack, allerdings gab es da einen kleinen Masterfehler und der Film war nicht wirklich unrated gewesen. Dann habe ich mir irgendwann die wirklich gute US-amerikanische DVD-Auflage von MGM besorgt, die auch hier irgendwo noch in der Sammlung rumfliegt. Und dann hat natürlich irgendwann NSM den Film in Mediabooks angekündigt. Aber ich muss sagen, da war für mich ein Stück weit schon der Mediabook-Zug abgefahren gewesen. Ich mag den Film wirklich, muss ich sagen. Eine schöne Atmosphäre, nimmt sich natürlich viel Zeit, ist natürlich sehr, sehr low budget, ja. Die Schauspieler sind jetzt nicht die besten, aber der Film hat eine wirklich schöne Atmosphäre, wenn sie abstürzen, halt über diesem Feld da halt, ja, irgendwo in der Valla Pampa und da sind halt diese ganzen Vogelscheuchen und die fangen natürlich an, ein nach dem anderen auf wirklich, wie man hier hinten auf den Bildern sieht, auf wirklich sehr kreative Art und Weise zu killen, ja, also die Gore-Effekte sind wirklich immer noch über jeden Zweifel haben, muss man jetzt einfach mal so sagen und das ist ein Film, der einfach Spaß macht, ja, also jetzt nichts Weltbewegendes oder so, aber es ist für mich so eine kleine 80er-Jahre-Perle, an die man eigentlich auch nicht so große Erwartungen haben sollte, aber ich bin froh, den Film jetzt endlich mal eine günstigere Version zu haben. Blu-ray braucht man jetzt nicht unbedingt, davon reicht mir die DVD vollkommen aus. Und das ist natürlich was, was ich NSM hoch anrechnen möchte, dass eigentlich ein Großteil ihrer Titel, die sie zuvor im Mediabook rausbringen oder auch im Future Pack, dass sie die hier irgendwann nochmal in einer günstigeren Sparauflage rausbringen. Für all die Leute, die wirklich nur den Film haben möchten und mehr eigentlich auch nicht den Verpackungen total egal sind. Das ist natürlich auch schön und mir sind auch ein Stück weit viele Verpackungen von bestimmten Filmen, die ich mag, auch vollkommen egal, ja, vor allem, wenn dann die Qualität nicht, für mich nicht wirklich stimmt, aber hier Paratrooper auf DVD vollkommen, also hat mich echt gefreut, dass der Film dann drunter vom Index war und dann, ja, auch überall im Laden zu kaufen gibt. Gut, dann kommen wir jetzt natürlich auch nochmal zu NSM Records, ein bisschen aktueller, jetzt erst am 28. erschienen, ja, allerdings nur Teil 2 und 3. Ich hatte ja mal bei Facebook jetzt vor kurzem mal NSM angefragt gehabt, wie sieht es eigentlich aus mit Teil 1 von Sleepaway Camp? Es gibt natürlich noch einen vierten Teil, den braucht allerdings kein Mensch, der interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Der Film ist von 2008 gewesen, soll jetzt auch nicht der beste sein. Ja, und ja, Sleepaway Camp selber, der erste Teil von 83, ist eigentlich der beste. Teil 2 und 3 haben schon interessante Entstehungsgeschichten hinter sich und sind natürlich jeweils besetzt mit Pamela Springsteen hier als M, als Angela, ich würde gerade sagen als M, ja, von den Men im Camp oder was. Ja, und das ist natürlich die kleine Schwester vom guten Bruce Springsteen und die hat natürlich hin und wieder mal einen Film mitgespielt, ist eigentlich seit Jahren in fast gar keinen Film mehr. Und die beiden Teile gab es natürlich auch in zig Mediabook-Auflagen, wo ich allerdings ein Cover nach dem anderen wirklich furchtbar fand. Auch die Aufmachung der Booklist, da gab es natürlich eigentlich nur bei einem bekannten großen Komplettisten, der eigentlich alles kauft, eigentlich dann recht ausführliche Unboxings. Und da habe ich mir ganz klar gesagt, die Mediabooks brauche ich definitiv nicht. Da warte ich, bis die Filme irgendwann mal vom Index runterwandern oder auch neu geprüft werden. Und das ist natürlich dann auch irgendwann geschehen. Die beiden Filme sind hier vom Index runtergeflogen, haben jetzt eine über die Freigabe lässt sich schreiten, FSK 16 bekommen, weil die Filme sind dann doch, was die Gore-Effekte angeht, schon relativ freizügig, muss man mal so sagen. Aber ich habe die Filme bis dato noch nie gesehen, also ich habe es jetzt auch noch nicht gesichtet, ja. Bin dann noch sehr gespannt, auf jeden Fall, wenn der erste Teil, wenn ich den noch in den Finger bekomme, wäre das auf jeden Fall mal was,
um, das sieht auch geil aus mit Freddy und Jason, die ja auch irgendwie in den Film mit reinspielen, also zumindest verkleidet sie sich, glaube ich, als Freddy oder so. Dann gibt es eine Szene mit einem Klo, die schön ekelig ist, also mit so einem Busch-Plumps-Klo, irgend sowas. Die werden auf jeden Fall irgendwann nochmal mit Reviews bedacht. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viel Bock auf die Filme und die sind auch nicht allzu lang hier auf DVD. Und ein paar Extras sind ja auch mit drauf. Eigentlich alle Extras finde ich natürlich auch schön. Ja, für knapp 12 Euro hier jetzt hier beide kann man eigentlich nicht meckern. Über die Cover-Designs lässt sich natürlich ganz klar streiten. In meisten Fällen geht es eigentlich bei Sleepaway Camp immer um irgendwelche Turnschuhe. Es müssen nicht irgendwelche Markenschuhe sein, die von irgendwelchen spitzen Gegenständen durchbohrt werden. Das ist quasi so ein Fußfetisch, der irgendwie auf den Covern mitschwingt, aber der für den Film, für die Filme an sich keinerlei Bedeutung hat. Ja, und hier natürlich Teil 3, der schon ein paar Probleme hatte, irgendwie mit Footage, Stock-Footage oder so aufgefüllt wurde, habe ich mir damals das gelesen, der nur 76 Minuten geht, also relativ kurzweilig. Sind Slasher, die brauchen jetzt auch keine übermäßige Laufzeit, muss ich sagen. Auf jeden Fall bin ich ja gespannt und wenn ich den ersten auf jeden Fall noch in die Finger bekomme, Teil 4, muss ich mir jetzt nicht unbedingt in die Sammlung holen. Da gibt es auf jeden Fall dann mal eine schöne Dreierkritik in einem Video. Wäre natürlich mal richtig geil, weil Slasher mag ich eigentlich sehr gerne, vor allem die älteren und so langsam mal die Slasher-Sammlung aufzufüllen. Und deswegen hier bekommen wir jetzt auch überall zu kaufen für kleines Geld Sleepaway Camp, Camp des Grauens, allerdings nur Teil 2 und 3. Das Original selber wird wohl auf Ewigkeiten nie hier veröffentlicht werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das war damals wie bei Maniac Cop Teil 2, den NSM bis dato noch nicht rausgebracht hat und ich glaube, wo die gar nicht die Rechte für haben oder irgendwas anderes, also irgendwas schwebt mir da so ein Stück weit vor, aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Gut, dann kommen wir natürlich jetzt noch zu den letzten 5 Veröffentlichungen und da fangen wir natürlich ganz klar an mit einem Label, was natürlich für mich immer gewohnt gute Qualität abliefert, muss man einfach mal sagen. Auch wenn es Sachen gibt, über die ich ganz klar streiten kann, aber Cape Light natürlich muss natürlich auch alle paar Monate mal sein. Hier natürlich mit 2 wirklich sehr, sehr interessanten Filmen. Einmal mit S. Greg Saulers zweite Regiearbeit Brawl in Cell Block 99, der letztes Jahr nur in einer gut anderthalb Minuten gekürzten FSK 18-Version rauskam. Hier ist erstmalig komplett ungeschnitten. Über den Film lässt sich natürlich streiten. Er hat schon ziemlich einen Hype hinter sich. Ja, aber viele finden ihn natürlich, ist eine Schlaftablette. Aber es ist halt, wer Bone Tomahawk kennt, der weiß halt einfach, es ist Salas Stil. Der Mann nimmt sich Zeit. Die Szenen sind schön langgezogen. Die Figuren sind sehr, sehr stark im Fokus. Action ist eher fünfrangig, würde ich mal sagen. Es geht wirklich immer eigentlich nur um die Charaktere. Aber es ist immer eine recht interessante Story, die damit schwingt. Und dann natürlich hier ein Film, wo man denken könnte, es wäre Trash aus dem Hause des Asylum. Zum Glück nicht The Man Who Killed Hitler. And then The Bigfoot mit Sam Elliott und unserem Hobbit Aiden Turner. Ja, oder ja, eigentlich Zwerg, sagen wir es mal so, Killy. Und auf jeden Fall 2 Veröffentlichungen, die mir sehr, sehr gut zugesagt haben. Fangen wir natürlich erstmal mit Brawl an. Den ist dann nicht nur in dieser Mediabook-Variante gibt, da gibt es natürlich auch noch die DVD, das Mediabook mit der Blu-ray und der 4K an Bord. Natürlich hier Spiro JK geprüft. Aktuell bekommt man den zumindest bei uns noch in den im Müller zum Kaufen, also steht er noch aus. Ist halt fraglich, ob der indiziert wird, weil da wurde nicht viel rausgeschnitten. Das hat eigentlich fast nur das Finale des Films betroffen, was schon relativ derbe rüberkommt. Ansonsten muss man sagen, hält sich der Film eigentlich sehr, sehr zurück. Natürlich, was viel kritisiert wurde, ist vor allem die ganz letzte Einstellung des Films. Das sieht aus wie eine Puppe, das ist fake und so weiter. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, sieht man vor allem eher einen Film, der ganz klar dem Grindhouse-Kino huldigt, auf eine etwas andere Art und Weise. Und das Mediabook selber ist natürlich famos aufgewacht, muss man einfach mal so sagen. Das ist gewohnte Cape-Light-Qualität, da gibt es echt nichts dran zu rütteln. Während die Discs natürlich schön eingearbeitet sind in das Innenartwork. Das ist natürlich jetzt auch etwas, was Cape Light schon seit vielen Veröffentlichungen macht. Ja, und macht auf jeden Fall was her. Es ist jetzt sicherlich nicht das spektakulärste Innenartwork. Und dann haben wir natürlich hier ein Booklet, was mit schöner, dicker Papierqualität daherkommt. Hier den guten Udo Kier, der übrigens genauso wie der gute Vince Vaughn auch in Salas neuestem Werk, wer ist der? Decorate Across Concrete, glaube ich, heißt der Film.
Ob der hier uncut rauskommt, keine Ahnung, ist aber auch ein Film, der FSK 18 Material bietet ohne Ende. Also hier sind auch viele Darsteller aus dem Film mit dabei, der sogar über 2,5 Stunden geht. Ob man sich das geben möchte, keine Ahnung. Ich bin auf den Film schon mal sehr gespannt, weil der hat auch wirklich einige sehr, sehr derbe Effekte mit drin, muss man einfach mal sagen. Ansonsten, ja, also hier wirklich sehr, sehr ausführliches Essay über den Film selber. Also schön lesenswerter Text. Und jetzt am 12. Juli kommt natürlich auch der neue Puppet Master raus, wo natürlich Sailor auch das Drehbuch für geschrieben hat. Und der soll auch scheinbar wirklich sehr, sehr viel geschmacklosen Spaß machen, muss man mal so sagen. Und hier, also vom Layout her, da gibt es absolut nichts zu meckern. Wirklich schön aufgemachte Veröffentlichung, ja, natürlich hier wieder Booklet, Text von Dr. Markus Stickelegger. Was will man eigentlich mehr? Über den Film selber muss man eigentlich auch nichts mehr sagen. Ja, viele finden ihn langweilig, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Wer hier wirklich einen Film erwartet, der von Anfang bis Ende nur, also wirklich nur auf die Kacke haut, der schaut eher in die Röhre. Wer einen Film erwartet, der allerdings so allmählich explodiert, ja, in einem wirklich ziemlich krassen, krasses, sehr gewalttätiges Finale, muss man mal so sagen. Da gehen mir jetzt ein Stück weit die Worte verloren. Der bekommt ja auf jeden Fall das geboten, was er haben möchte, weil visuell ist der Film komplett unaufgeregt. Er hat fast gar keine musikalische Untermalung. Also es ist ja mal wieder ein absoluter Stilbruch, der hier durchgeführt wird und der auf jeden Fall alle mal lohnt, weil der Cast hier selber auch wirklich hervorragend aufgestellt ist. Und ja, der Film hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Brawl in Cell Block 99. Und dann kommen wir natürlich jetzt zu dem Film mit dem wirklich obskuren Filmtitel, mit dem guten Sam Elliott, der dieses Jahr für den Oscar nominiert war, als bester Nebendarsteller in A Star is Born, ich glaube, dem 50. Remake dieses Themas. Ja, dieser Film hier im Kino gelaufen, dann wäre Elliott sicherlich als Hauptdarsteller nominiert worden, weil dieser Film selber, muss ich sagen, ist sehr, sehr gelungen. Ist aber jetzt auch wieder so ein ruhiger Film. Für mich gibt es eigentlich eine Sache, die ich an dieser Veröffentlichung kritisieren möchte, denn während es bei Brawl 2 Mediabooks gibt, auch die eigentlich die komplett identisch aufgemacht sind, nur wo halt in dem einen die DVD drin ist und in dem anderen ist halt nicht die DVD drin. Die 4K hat man den Film hier quasi dreimal und ich bin jemand, der mag das nicht, allgemein schon nicht bei Mediabooks in Filmen in zwei Formaten zusammen, weil er genau weiß, DVD werde ich mir nie anschauen, ich werde immer auf die Blu-ray zurückgreifen. Für den Preis selber knapp 25 Euro kann man jetzt nicht meckern, aber ich werde niemals auf den 4K-Trip kommen. Ja, das muss ich schon mal ganz klar sagen. Also für mich reicht Blu-ray vollkommen aus. Vor allem muss man bedenken, das hier ist eine Independent-Produktion. Dahinter steht kein großartiges Studio oder so, ja. Weil die Idee, der Filmtitel, die Story, ist eigentlich schon so absurd, dass man das gar nicht unterstützen möchte. Ja, man möchte natürlich auf Nummer sicher gehen, wenn man einen Film macht. Ja, man möchte es jedem recht machen. Jeden Zuschauer, ob jetzt klein oder groß. Man möchte ihm wirklich maßgeschneiderte Konfektionsware andrehen und dieser Film ist es definitiv nicht, genauso wie Brawl und einige andere Filme, die ich zuvor gezeigt habe, und das ist natürlich das Schöne und das ist natürlich ein Film, der eventuell dann doch irgendwann am Ende des Jahres in meine persönliche Top 10 der besten Filme mit reinspielen dürfte und der wirklich auch hier sehr, sehr schön aufgemacht worden ist. Ja, es geht halt um diesen älteren Herrn hier quasi, der Hitler umgebracht hat, dessen jüngere Version hier von Aidan Turner verkörpert wird, den man aus Poldark, aber auch aus den Hobbit-Filmen kennt, als Zwergkilly, der das auch wirklich sehr, sehr gut macht und der jetzt losgeschickt wird, den Bigfoot umzubringen. Warum das Ganze jetzt FSK 16 ist, keine Ahnung, also so übermäßig harte Szenen oder so hat der Film jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist es die Thematik oder so ähnlich, ja, aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Film. Das Mediabook war natürlich auch schön angepasst mit dieser Lederhaptik und so weiter und die Rückseite ist auch, muss ich sagen, sehr, sehr schön ansprechend. Aber es ist halt, muss ich sagen, es ist halt ein Film, der nicht jedem gefallen dürfte, ja. Und ich muss sagen, ich habe es definitiv nicht bereut, weil ich habe Ende letzten Jahres schon den Trailer gesehen gehabt und habe ganz klar gesagt, diesen Film möchte ich zumindest einmal sehen, ja. Und als dann natürlich angekündigt wurde, dass Cape Light den rausbringt, natürlich dann ganz klar gesagt, ja, Cape Light, immer her damit. Und wie man hier sieht, die Discs sind natürlich auch schön hier eingearbeitet in das Artwork selber. Das gleiche gilt hier auch für die 4K-Disc, ja, auch sehr schön aufgemacht. Und dann haben wir natürlich hier wieder mal ein schönes, ausführliches Booklet, allerdings diesmal mit einem Interview mit dem Regisseur, der hier mit dem Film wirklich ein Werk vorgelegt hat, was auf jeden Fall hoffen lässt auf spätere Produktionen, ja, muss man mal so sagen. Und was natürlich hier auch schön umgesetzt ist von den Bildern, manchmal ein bisschen weniger Text wie auf der vorherigen Seite und dann natürlich Bild großformatig eingebaut, wirklich gute Qualität, kann man absolut nicht meckern.
Dafür steht Cape Light nach wie vor, auch wenn ich so am Rande mitbekommen habe, dass jetzt das Mediabook hier von Inside the Skinhead, beziehungsweise jetzt unter dem Titel Believer verkauft wird, schon ein bisschen so in der Kritik steht, weil dann plötzlich Leute ankommen und sagen, ich habe von dem Film noch nie was gehört, Mediabook, Ryan Gosling, und den Film gab es in den 2000ern schon, ja, nur da war halt Cape Light noch wirklich ein sehr, sehr kleines Label und hat sich noch nicht rausgenommen, eigentlich so gut wie jeden zweiten oder dritten Titel halt im Mediabook oder die ganzen russischen Filme, die sie so mittlerweile im Programm haben, die sie natürlich dann im Steelbook rausbringen, so wie Attraction. Ja, da war das natürlich noch ganz anders gewesen bei diesem Label. Und das Ganze hier natürlich in Zusammenarbeit mal wieder mit Deadline und vom guten Leonard Elias Lemke. Und das spricht natürlich für eine gute Qualität, muss ich sagen. Aber der Film selber muss natürlich gefallen, ja, und ob man jetzt unbedingt einen Blindflug wagen möchte für einen Film, der eben diesen Titel hat, aber halt in keinster Weise trashig ist oder so, das ist natürlich so eine Sache für sich. Aber ich muss sagen, ich mag solche Filme. Ich sehe sowas im Moment lieber gerne als das sich ermüdende, ja, Mainstream-Kino aus der Konserve, wo für große Budgets wirklich nur maßgeschneiderte Konvektionsware rausgeschissen wird, ist das hier genau der Gegenteil. Schön erfrischend. Sehr, sehr gelungen, aber auch ein sehr, sehr ruhiger Film, aber mit einem wirklich sehr, sehr tollen Sam Elliott und Aidan Turner ist auch wirklich sehr gut, also lässt sich absolut nicht meckern. Gut, ja, und natürlich auch ein paar wirklich gelungene Extras, die man sich mal reinziehen sollte. Bin ich jetzt ganz, ganz kurz auf ein Konzept gekommen und jetzt kommen wir zu einem Film, den ich auch seit Ewigkeiten haben wollte. Den hätte ich eigentlich mir vor Jahren schon holen können von NSM Records in der Imperial Edition. Da fand ich immer das weiße Cover wirklich sehr schön. Das dunkle, schwarze Cover hat mir nicht so gefallen gehabt, und zwar Caligula. Und dieser Film ist Ende letzten Jahres, ja, vom Index runtergewandert, und Tiberius Film, die übrigens jetzt so im Vertrieb von Sony sind. Das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, weil zum Beispiel hier Terrifier, der nur Uncut über Nameless rauskommt, das wird jetzt alles, ja, kommt jetzt alles über Sony, wirklich auch recht interessant. Ist ein Label, was jetzt auch nicht so einen guten Ruf hat, weil sie teilweise echt nur Käse rausbringen. Früher in den 2000ern habe ich echt nichts gesagt, da hieß Tiberius allerdings auch Sunfilm, und da war die Auswahl noch ein bisschen anders gewesen, was Filmtitel angeht. Meistens wird die Synchronisation immer wieder bemängelt, ja. Hier bei Caligula ist es so, habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mir den Film anzuschauen. Der liegt natürlich hier erstmal nicht komplett uncut vor, sogar komplett synchronisiert, ja, mit den ganzen, ja, ferkeligen Szenchen, die damals der Penthouse-Chef Bob Guccione da noch reingepackt hat in den Film, und Tinto Brass selber, der dann gesagt hat, das ist nicht der Film, den ich eigentlich machen wollte. Und Tinto Brass wollte hier neben seinen ganzen Soft-Erotik-Geschichten, die er eigentlich inszeniert hat, wirklich einen seriösen, ja, provokativen Historienfilm abliefern. Und letztes Jahr ist er überraschenderweise runtergewandert von Index. Der Film ist allerdings erst von 79, glaube ich. Deswegen finde ich es ein bisschen irritierend, 40 Jahre Edition, hä? Und es gab natürlich schon, 2014 war es gewesen, eine gekürzte 35-Jahres-Jubiläumsedition hier von Tiberius. Da war der Film natürlich noch cut gewesen, aber das Bonusmaterial war zu großen Teilen hier drauf gewesen, und das ist eigentlich alles schon auf der Imperial Edition drauf gewesen. Und hier haben wir natürlich ganz klar auch noch den alternativen Cut mit an Bord, der nur 153 Minuten geht, während die Originalfassung wirklich mit allem drum und dran, also auch mit diesen ganzen horizontalen Szenen, die da drin sind, 156 Minuten geht. Limitiert das Ganze auf 2000 Stück. Ich habe das Teil hier noch für 15 Euro im Müller gefunden und habe natürlich nicht lange gefangen, habe gesagt, komm, die nehme ich mit, weil ich hatte zwar immer diese Two-Disc Emery-Veröffentlichung in der Hand, aber der hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Da habe ich mir gesagt, so, ja, für den Preis kannst du ruhig mitnehmen. Du hast hier ein Booklet, was auch, glaube ich, sich ein bisschen unterscheidet von der Imperial Edition. Tonnenweise Bonusmaterial, eine gute Qualität, und auch hier die vollständige Fassung erstmal echt komplett synchronisiert. Dafür hat man, glaube ich, das französische Master verwendet. Und dann gab es natürlich noch ein Steelbook, aber ich muss sagen, das Mediabook selber hier ist eigentlich ganz gut umgesetzt. Hat so eine gewisse Prägung hier beim Filmtitel. Schön mit Goldfolienüberzug, hier auch bei der Hauptfigur, hier verkörpert von Malcolm McDowell, der natürlich auch immer so spezialisiert war auf so eine etwas abstruseren, hintersinnigen Charaktere, muss man mal so sagen. Wenn wir alle noch denken an guten Alex aus Clockwork Orange, der Film, der ihn bekannt gemacht hat, oder auch seine Performance als Dr. Loomis in den Rob Zombie Halloween Filmen. Und ja, insgesamt muss ich sagen, so was ich bisher gesehen habe von der VÖ, wirklich gut umgesetzt. Nur hier auf den Discs, so wie auch bei der normalen Emery Case, das Cover ist irgendwie unscharf. Hier ist der Druck auch irgendwie unscharf.
Hier haben wir natürlich den Hauptfilm, die komplett ungeschnittene Fassung. Dann war natürlich auf der Folie noch dieser schöne Sticker drauf. 40 Jahre verboten. Stimmt nicht ganz. Der Film war 36 Jahre auf dem Index gewesen. Lief sogar in den 2000ern öfters mal auf Pro7. Ja, habe mir da eigentlich nie angeschaut, weil ich dann mal wusste, ja, der Film ist gekürzt. Und es gab ja damals zumindest von Eurovideo EMW so eine ungeschnittene DVD-VÖ, allerdings war das, glaube ich, auch nie die komplette Fassung gewesen. Hier haben wir natürlich das Bonusmaterial und da haben wir noch eine weitere Disc, die dann hier, ja, die den Alternate Cut enthält. Ja, vom Druck her sind die Discs okay, relativ, auch wenn man es sieht, relativ unscharf. Dann haben wir hier eigentlich nur ein gespiegeltes Innenbild, ja, nett anzuschauen, die Dame, die fast nichts anhat. Und dann haben wir natürlich hier nochmal das Cover-Artwork. Und ein sehr ausführliches Booklet selber hier mit Texten von Thorsten Harnisch, Christoph N. Kallerbach und Nando Rona. Und der Nando Rona beschäftigt sich natürlich mit der Zensurgeschichte. Und auf jeden Fall ganz nett aufgemacht. Hier haben wir natürlich nochmal das Innenartwork verwendet, allerdings auch wieder so nicht komplett seitenfüllend. Vielleicht hat die Auflösung nicht mehr hergegeben. Ist ein bisschen schade an dieser Stelle, aber ansonsten sehr, sehr viel Text, muss man sagen. Hier noch die Filmografie von Tinto Brass. Dann hier, ja. Einige Bilder sind gut von der Druckqualität, andere sind ein bisschen unscharf. Der gute Peter O'Toole. Ja, und auf jeden Fall eine ganze Menge Lesestoff. Ja, das Layout hätte sicherlich etwas überragender sein können. Vor allem das Bild hier ist jetzt nicht so 100% megamäßig scharf. Ja, also es ist auch so eine Szene, die man doch, ja, die dann doch nicht so getaugt für ein ganz, so für so ein Bild, was für die ganze Seite. Und dann natürlich hier die Zensurgeschichte schön aufgelistet. Also wirklich an sich gut aufgemachtes Booklet, ja. Und auf jeden Fall, ja, die junge Helen Mirren, für was sie sich hergegeben hat. und auf jeden Fall ein Film, der ja auch eine sehr, sehr interessante Hintergrundgeschichte hat, weil halt eben das, was am Ende halt rauskam, nicht Brass, ja, eigentlich nicht Brass Vision war von dem Ganzen. Ja, eigentlich gibt es von dem Film keine Ahnung, ich glaube, 4, 5 Schnittfassungen, muss man mal bei schnittberichte.com gucken. Also auf jeden Fall gibt es einige Schnittfassungen von diesem Film. Und das, was hier eigentlich drin ist, ist eigentlich nicht das, was Tinto Brass eigentlich vorhatte mit dem Stoff an sich. Also der wollte weder Hardcore-Szene drin haben, noch wollte er, dass irgendwelche Story-Stränge umgeschrieben werden. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber für den Film muss ich mir auf jeden Fall dann auf jeden Fall mal Zeit nehmen für Caligula. Aufstieg und Fall eines Tyrannen. Gut, dann haben wir es bald durch mit dem vorletzten Release, fast ein Blindflug gewesen wäre, aber ich habe den Film ja dann jetzt vor gut 2 Wochen dann doch mal angeschaut, und zwar Headhunter bzw. Viking Vengeance, ein absoluter Indie-Film für 20.000 bis 30.000 US-Dollar produziert. Es gibt natürlich eine Review, die könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, aber ich habe mir dann gedacht, nachdem ich den Film gesehen habe, okay, holst du dir, weil das Mediabook an sich ist auch wirklich gut aufgemacht, gut verarbeitet, da kann man echt nichts sagen, vor allem für so eine Art von Film, ja, und das Label Indeed Films, die ja mehr so auf kleinere Filme spezialisiert sind, die haben eigentlich einige sehr interessante Titel im Programm, die ich auf jeden Fall nochmal nachholen möchte, aber bei dem Film ist es ja halt so, dass man sich lieber vorab informieren sollte, was es eigentlich für ein Film ist, vor allem da mit so wenig Budget produziert wurde, konnte man sonst was für einen Käse erwarten. Aber es ist vor allem ein sehr ruhiges, atmosphärisches Stück Genre-Kino. Eigentlich nur ein Ein-Mann-Kammerspiel. Ja, es hat mit diesem Wikinger hier, der immer wieder aussieht, um irgendwelche Monster zu erlegen, die an den Grenzen des Königreiches, was er bewacht, immer da wieder lauern. Und dann gibt es natürlich noch so eine Nebenstory, die natürlich in der zweiten Filmhälfte aufgegriffen wird. Und ja, wirklich gut umgesetztes Genre-Kino, muss man mal sagen. Auch das Mediabook selber gefällt mir wirklich sehr gut. Das hier ist allerdings nicht das Monster, auf das er Jagd macht. Ja, und hier das Cover auch schön stylisch aufgemacht. Auch hier der Schriftzug ist hier und auf dem Spine mit leichtem Glanzlack überzogen. Und im Inneren haben wir natürlich dann ja das Booklet, was auch gut aufgemacht ist. Die Disc selber hat natürlich das identische Motiv und auch hier das Innenartwork selber, ja, ist zweimal drin. Hier halt nur auf der Rückseite haben wir natürlich für diejenigen, die J-Cast nicht behalten, natürlich dann auch nochmal hier drin nochmal reingebracht. Die Laufzeit ist jetzt auch nicht allzu lang, ja, mit 73, 71 Minuten auf Blu-ray und DVD. Gibt es noch ein paar Extras dazu. Und dann haben wir natürlich hier auch gut aufgemacht, schön dicke Papierqualität, noch ein, ja, eine kleine Synopsis zum Film selber. Ja, auch schön vom Layout, wirklich schön gestaltet, muss man sagen. Obwohl der Film auch nicht so viele Motive hat, die man hätte verwenden können.
Und dann natürlich hier ein ausführliches Interview mit dem Hauptdarsteller Christopher Rüegg. Und ja, wer natürlich mehr wissen möchte, der kann sich auch hier meine Review zu dem Film Viking Vengeance anschauen. Ich war auf jeden Fall am Ende positiv überrascht, weil ich am Anfang dachte, dieser Film ist kann nichts, er ist nichts, ja. Das ist wieder so ein Titel, den kann man gut im Mediabook verkaufen, vermarkten. Ja, und dennoch muss ich sagen, hat mir für mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Kostet knapp 18 Euro das Mediabook. Ich habe es natürlich jetzt für 8 geholt, weil ich noch Rabattcoupon hatte. Ja, und lohnt allemal. Viking Vengeance. Ja, und jetzt zu guter Letzt noch ein kleiner Klassiker, der jetzt auch erst vor über einer Woche rausgekommen ist, mit einem anderen Titel, den ich mir allerdings erst später holen möchte, und zwar hier Insel des Schreckens. Ja, ein Film, den ich schon mal hatte, in einer normalen Emmerich Case-Veröffentlichung. Das war ein Film, der am Anfang der 90er, als er mal auf RTL lief, absolute Albträume beschert hat. Ich habe einen Monat lang mit einem Kopf im Kissen geschlafen, weil ich immer dachte, meine Heizung unterm Fenster wäre auch so eine Killer-Amöbe. Und Kochfilms hat den Film jetzt hier erstmalig auf Blu-ray nochmal aufgelegt. Natürlich auf DVD gab es natürlich schon zuvor. Es gab natürlich auch die eine oder andere Hardbox von dem Film Insel des Schreckens. Eine Produktion nicht von Hammer oder Amicus, sondern von Planet Films. Allerdings inszeniert von Terence Fisher, der eigentlich so zu den Stammregisseuren von Hammer gehört hat. Dracula oder Blut für Dracula, Frankensteins Fluch und so weiter. Der hier auf jeden Fall sehr gefälliges, klassisches Monsterfilmchen vorgelegt hat. Und auch die VÖ selber hier, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich recht gut. Und dem Film selber gibt es natürlich in zwei Covern. Da gibt es natürlich noch dieses andere Cover, was damals auch für eine der Hardboxen verwendet wurde. Hier natürlich der Farbstil ist mal wieder typisch. Kochfilms jetzt, muss ich natürlich sagen, aber insgesamt doch gut aufgemacht. Mit diesem pinken Ton. Sieht sehr cool aus. Und als die VÖ natürlich angekündigt wurde, habe ich mich natürlich sehr gefreut und mir gesagt, ja, den Film habe ich vor Jahren aus der Sammlung rausgeschmissen, aber man könnte ihm eventuell nochmal eine Chance geben, weil als Kind hat er mich wirklich echt erschreckt. Als ich natürlich dann in 2000er nach, keine Ahnung wie viel, 10, 12, 13, 14 Jahren oder so gesehen habe, war es natürlich auch wieder eine andere Wahrnehmung, wie jetzt zum Beispiel auch jetzt vor kurzem bei meiner Zombie 2 Kritik, wo der Film auch anders auf mich gewirkt hat. Und ja, wie man Booklet sich hier ansieht, ist natürlich die gewohnte, typische Aufmachung von Kochfilmen. Sie haben natürlich einzelne Bilder von diesen Killer-Amöben, ja, und ja, der Film hat ein, zwei etwas nette, härtere Effekte gehabt und natürlich mit Peter Cushing einen wirklich sehr, sehr gut aufgelegten Hauptdarsteller. Ja, so viel muss man mal dazu sagen. Ja, und ja, ein Extras ist jetzt nicht viel, hier nicht allzu viel drauf, aber wir haben immerhin hier einen Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen, der natürlich auch viele der Hammer-Editionen von Anolis kuratiert hat. Ein etwas älteres Interview mit Christopher Lee über Terence Fisher, noch eine Bildergalerie und halt eben dieses 20-seitige Booklet mit von Christoph Huber. Und ja, hier sind auch die technischen Daten. Und auf jeden Fall ein schöner, kleiner Klassiker hier, wirklich auch sehr schön aufgemachten, gezeichneten Coverartwork, auch wenn ich sagen muss, hier. Hier war mal ein bisschen einfallslos gewesen, hat die Augen einfach hier mal kopiert. Also ja, so sieht Peter Cushing aus, wenn er morgens aufsteht, und so sieht er aus, wenn er halt Kaffee getrunken hat oder so ähnlich. Ja, also an sich eine wirklich schöne Veröffentlichung. Ist so ein Film, den kann man sich vor allem in Halloween wirklich gut reinziehen. Und das war es jetzt natürlich auch mit dieser neuesten Ausgabe der Lordschen Filmkollekte. Und ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft, auf über eine Stunde zu kommen. Und ja, ihr könnt mir natürlich mal wieder Kommentare schreiben. Boah, jetzt bin ich total aus dem Konzept gekommen. Ihr könnt mir natürlich mal wieder Kommentare schreiben, wie euch die Filme und die Veröffentlichungen so gefallen, was ihr so am schickesten fandet und ob es vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch da draußen gab. Und wir sehen uns entweder wieder zu einer neuen Filmkollekte, allerdings sicherlich erst in 3 Monaten, oder zu einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.